Rund die Hälfte unseres Energiebedarfs verbrauchen wir in Österreich für die Erzeugung von Wärme. Dabei spielt Biomasse eine wichtige Rolle. Heizkraftwerke erzeugen neben Wärme zusätzlich auch Strom, wie hier im Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim. Wir haben in der gesamten Salzburger AG etwa knapp 900 Gigawattstunden an Wärmeerzeugung. Das sind 900 Millionen Kilowattstunden. Davon erzeugen wir über Biomasse-Heizwerke und Biomasse-Heizkraftwerke etwa ein Drittel der Wärmeerzeugung. Die Wärmeerzeugung funktioniert durch die hochmodernen Anlagen so effizient wie möglich. Effizienter als im eigenen Haushalt oder etwa in einem Hotel. Ein Biomassekraftwerk funktioniert so, dass die Biomasse zu uns angeliefert wird, wird dort zwischengelagert und dann bedarfsgerecht, wie es die Anlage braucht, je nach Wärmebedarf mit Ladern in die Biomasseanlage geführt, in die Feuerungsanlage eingebracht. Dort wird es verbrannt, ganz herkömmlich, wie man sich das vorstellen kann. Aber anders als beim Hausbrand zu Hause oder so, passiert mit den Rauchgasen erstens das eine, dass viel mehr der Energie, die dort enthalten ist, auch genutzt wird. Bei hocheffizienten Anlagen geht das Rauchgas dann teilweise nur mit 30, 40 Grad Celsius aus dem Rauchfang hinaus. Bei Sitzenheim zum Beispiel mit knapp über 100 Grad Celsius. Andererseits wird auch das Abgas gefiltert, das heißt, wie es beim Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim zum Beispiel der Fall ist, über Feinstaub. Filterungsanlagen, sodass die Feinstaubanteile sehr gering sind und das ist eben großtechnisch leichter machbar als im Kleinen. Also alles effizienter und dadurch umweltfreundlicher. Machen wir jetzt aber einen Blick ins Kraftwerk. Wir befinden uns hier auf der Feuerbox, wo das Holz, das hier reinkommt, verbrannt wird. Die heiße Luft geht in weiterer Folge Richtung dem Thermoölkessel, wo die Wärme übergeführt wird zur Turbine, zur Stromerzeugung, geht in weiterer Folge über Wärmetauscher ins Fernwärmenetz, wird dann über den Elektrofilter fein gefiltert, um alle Feinstäube auszufiltern und über weitere Wärmetauscher zur Endenergienutzung ins Netz, um hier die Energie so weit wie möglich auszunutzen. In Sitzenheim lagern mehrere tausend Tonnen Biomasse in Form von Hackgut aus heimischen Betrieben. Aus diesem Grund bleibt die gesamte Wertschöpfung auch in der Region und durch die kurzen Anfahrtswege spart man auch noch CO2. Circa 12.000 Schaufelladungen werden pro Jahr alleine in Sitzenheim verbrannt. Gesteuert wird alles über die Warte. Ja, wir überwachen dort und wir schauen dort eigentlich, dass wir einen ganz normalen Betrieb fahren, dass alles rund abläuft und falls wir irgendwie Abweichungen haben, ob es jetzt von außen reinkommt oder von diversen Brennstoffen. Der Brennstoff ist jetzt auch nicht immer gleich, einmal feuchter oder im Sommer ist er relativ trocken gewesen. Da fangen wir dann das Korrigieren an. Wir betreiben im gesamten Land Salzburg Biomasseheizkraftwerke und Biomasseheizwerke. Einerseits im Zentralraum rund um Salzburg, andererseits auch in Bongau und Pinzgau, wo wir über kleine örtliche Netze die Kunden mit Wärme versorgen.